Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-VT-Video. Ich habe was Neues und zwar das Asus ZenBook Pro Duo. Das ist das Gerät, was wir auch dieses Jahr schon von der IFA mit den zwei Displays kennen. Also oben ganz normales Display, beziehungsweise das hier ist die 15 Zoll Version mit dem 4K OLED Display. Und darunter, sozusagen über der Tastatur, gibt es nochmal ein Display. So, wie gesagt, das ist die 15 Zoll Version. Ich hau mal direkt den dicken Knaller raus und das ist der Preis. 3.150 Euro und dabei ist das hier noch nicht mal die High-End-Version. Das ist zwar schon die große Version mit, wo haben wir es, dem i7-9750H. Das ist der 6-Core, also 6 Kerne, 9. Generation Intel-Chip. Und mit 16 GB RAM und der 1 TB SSD. Das Ding gibt es aber noch sogar mit einem 8-Core und mit 32 GB. Das ist die eine Richtung. Was ich aber auch cool finde, ist, das Ding gibt es auch in der 14-Zoll-Version, ist ein UX481. Und da starten das Gerät dann auch mit zwei Displays bei 1300 Euro. So, und wir packen das Ganze jetzt mal aus. Und nein, das wird hier kein Testbericht. Und nein, ich kann das Gerät auch nicht behalten. Das nur schon mal direkt vorweg. Die Jungs und Mädels von Asus haben mich aber gebeten, du Faultier, pack das einmal aus, ne, zeig so, ne, erzähl was zu dem Gerät, zeig ne, das ganz normale Auspacken und dann spiel bitte oder mal mit diesem zweiten Display rum und zeig, was dir einfällt, was man damit alles machen kann. So, und jetzt muss ich nur noch die Klebestreifen aufkriegen. Eine Stunde später habe ich jetzt alle Klebestreifen hoffentlich aufbekommen. Ah, guck mal. Auch wenn die Box vielleicht schon mal kurz geöffnet war, das Zubehör oder das Gerät ist noch original verpackt. Oh, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Also, Asus ZenBook Pro Duo, das war aber noch nicht alles, was er in der Verpackung dabei ist, sondern... Ach, guck mal, das Ladegerät kommt hier extra. Oh Mann, jetzt bin ich aber mal gespannt, was das da... So, damit ist auch die Box leer. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Ah, schön. So, also, das macht doch schon mal von außen schon mal was her. Ladegerät schnappen wir uns gleich. Erstmal das Gerät selber. Box zum... Oh, guck mal, wie sich die Box öffnet. Genauso, wie sich das Gerät dann auch später öffnet. Weil das war ja auch, wenn man es aufklappt, dann hebt sich das Gerät. Wie cool ist das denn? Guck mal, seht ihr das? So, und wenn man es dann öffnet, dann hebt sich das aus der Verpackung. So, und jetzt kriege ich erstmal ein... Nein, das ist jetzt übertrieben, aber 15,6 Zoll und es wiegt 2,5 Kilo. Ne? Das ist hier, und ich meine mit der Hardware, die drin verbaut ist, das, ich will nicht sagen, geht Richtung Workstation, aber das ist halt Arbeitstier. Ah ja, genau, Grafikkarte, RTX 2060er mit irgendwo stand's. Es waren auch vier, ich glaube vier RAM oder sechs, nee, sechs RAM waren es bei der Grafikkarte noch dazu. So, was haben wir sonst noch? Und der Pen, der Stift. Weil, damit soll ich ja dann auch diesen zweiten Display auch noch rummalen können. So, wir haben noch ein Handbuch, ist auch noch bei. In Search of, Warranty Card und da steht was, In Search of Incredible Benutzerhandbuch. Einmal die Grafik, wo die Anschlüsse sind und, dazu kommen wir gleich, da verrate ich jetzt noch nicht zu viel, wobei man sieht es ja schon, wie man es auflädt. Okay, das. Und was haben wir sonst noch in dieser Box? Da unten ist doch nochmal eine Lasche. Darunter befindet sich, ach guck mal, ein Handflächenabstützding. Das habe ich nicht nämlich damals auf der IFA auch gefragt. Weil, wie machen wir das jetzt? Ich weiß, ihr seid scharf auf den Laptop. Ich auch. Wir klappen den mich jetzt direkt mal auf. Wir gucken nochmal. 4K OLED-Display. ScreenPad Plus, zweites 4K UHD-Display, RTX 2060er, 9. Generation Intel hatten wir, Wi-Fi 6 ist bereits an Bord, Asus Numberpad und eine Infrarotkamera für das ganze Windows Hello-Zeug. Also da die Anmeldung per Gesicht. So, holen wir es mal ganz kurz raus. Einmal, zweimal, ihr seht schon, das hier ist eine leicht dickere Kategorie. So, und jetzt ist die große Frage. LED, auch Ladeanzeige, Arbeitsanzeige, einmal ein Thunderbolt-Anschluss, sehr schön. Mikrofon, Kopfhörer zusammen, Lüfter,
ein USB-normaler Anschluss, also USB-A. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal einen USB-A-Anschluss, HDMI und Stromversorgung. So, und nochmal Lüfter- oder Lautsprecherauslassung. So, und jetzt kommt der Punkt. Wir klappen es einmal auf. Guck mal, mit so, ach, wir erklären es nochmal. Hier oben ist das ScreenPad Plus und wenn jetzt gleich jemand, jetzt kommt es nämlich, wenn jemand das Trackpad sucht, das befindet sich ja auf der rechten Seite und das ist wieder, wie wir das von einigen Asus-Geräten kennen, wahlweise auch direkt noch ein Nummernblock. So, da bin ich mal gespannt, wie sich das bedienen lässt. Also wenn ich normalerweise gewohnt bin, dann kann man ja die Maus mal eben hier schnell mit den Daumen machen. Hier geht man dann rüber. Was mich aber bei der Kiste, was die erste Frage, die ich mir gestellt hatte, nachdem ich natürlich damals gesehen habe, oh, Display, schalten wir es mal ein, ob es denn noch Strom oder schon noch Strom hat. Nee, das müssen wir erstmal in den Strom packen. Auf jeden Fall die Frage, die ich mir damals gestellt hatte, war, wie kann man hier tippen? Weil normalerweise habe ich hier unten dann das Trackpad, daneben nichts und da kann man ja dann eigentlich immer die Handballen drauf abstützen. Hier habe ich das nicht, deswegen habe ich ja hier so einen kleinen Höhenunterschied. Dafür gibt es dann tatsächlich eine Handballenauflage. Ich bin ja hin und weg. So, also kein Strom da, wir müssen es einmal aufladen. Dazu schnappen wir uns jetzt mal die zweite Box und gucken mal rein. Was mir hier so ein bisschen schwant ist, ich meine, wie groß diese Box für die Stromversorgung ist. Jetzt hab ich so ein bisschen Angst. Oh, guck mal, sogar noch zum Aufklappen. Also verpackungsmäßig gefällt mir... Oh Gott, also verpackungsmäßig gefällt mir das sehr gut. Jetzt kommt's aber. Guckt euch... Ich glaube, das ist das größte Ladeteil, was ich bisher bei einem Notebook dabei hatte. Input, Output, 19 Volt, 11,8 Ampere. Wenn das jetzt jemand mal schnell im Kopf ausrechnen möchte, wo liegen wir da? Ne? Also knapp ein bisschen drunter, 110 Watt. Huiuiuiuiuiuiui. Eingebaut ist, glaube ich, ne, ich glaube 78 oder 71, irgendwas Wattstunden Batterie. Aber guckt euch das Ding mal an. Mir schwand ein bisschen wieder mal kurz was Übles, weil wenn ich richtig rechne, wie gesagt, sind wir bei 110 Watt. USB-C würde ja laden, würde ja bis 100 Watt unterstützen, also laut Spezifikationen. Gucken wir mal, ob wir es über das USB-C auch aufgeladen kriegen, weil das wäre natürlich eine Sache, wenn man das Ding immer mitschleppen muss zum Laden. Huiuiuiuiui. So, das ist das eine. Dann haben wir aber noch unseren stinknormalen, was soll man sagen, Rechnerstecker, den man so kennt, auch noch dabei. Gut, das ist ja eine starke Kombination. So, bedeutet, wenn ich auf Achse bin und das Ding auch unterwegs mit Strom versorgen möchte, weil ich glaube, Asus gibt hier 8 Stunden Akkulaufzeit an. Ich glaube aber, die wird eher deutlich drunter sein, gerade wenn man die Kiste dann wirklich zum Hardcore-Arbeiten nutzt. Da schleppt man schon was mit. Also, ne, wer hier, oh cool, guck mal. Jetzt wollte ich noch sagen, ne, wer hier Illusionen hat, dass das ein kleines handliches Power-Laptop-Ding ist. Nein, das ist schon eine Ansage. Also ich meine, wie man es von 15 Zoll Rechnern kennt. Aber guckt mal hier, wie schön das hier spiegelt. Ich glaube, Oberseite ist ich glaube, da ist so eine kleine Schicht Alu oben drauf nochmal, damit das dann auch noch so schön spiegelt. So, egal. Ich schließe es mal eben an den Strom an. Und weiter geht's. Ich habe jetzt einmal Windows installiert, dann alle verfügbaren Updates installiert, sowohl von Windows als auch von Nvidia als auch von der Asus eigenen Software. Dann bin ich hingegangen, habe mit Hilfe von Neenight die ganzen Standard-Apps runtergezogen. Und wenn sich jetzt jemand fragt, von meiner 1-Terabyte-Platte, die drin verbaut ist, sind da 952 GB theoretisch frei. Davon waren dann vor der Installation Pi mal Daumen knappe oder gute 900 GB stehen dann bei der 1-Terabyte-Version zur freien Verfügung. Dann, jetzt kommen wir zum zweiten Display, aber erst ein paar Worte zum Hauptdisplay. Dieses 4K OLED-Display, welches auch ein Touchscreen ist, das sieht ja so toll aus. Also ein OLED-Display in einem Laptop. Was dann aber direkt auffällt, ist, das 14 Zoll Zweitdisplay ist kein OLED-Display. Und das hat so eine matte Beschichtung obendrauf.
Sieht gerade hier so, ne, ihr seht hier die knalligen OLED-Farben und dann hier ist das leider nicht ganz so knallig. So, aber das gucken wir uns jetzt mal an. Tippe oder klicken Sie auf das auf den hervorgehobenen Bereich, um den Launcher zu öffnen. Gucken wir mal, also dahin klicken oder. Ah, da habe ich dann extra Apps und jetzt kriege ich auch noch ein Tutorial. Ziehen Sie die App-Verknüpfung in den Launcher, um sie dort zu duplizieren. Ach so, oh schön, also einmal jetzt hier mit Asus Software, also wie ich damit umgehe, kriege ich beigebracht. Seht ihr das? Jetzt öffnet sich ein Fenster am Browser, wo ich dann auch die, nicht im Browser, im Hauptdisplay. So, wo ich jetzt, was auch immer, mit der Maus anscheinend darauf klicken soll, oder verstehe ich das falsch oder soll es runter? Ziehen Sie das Fenster in, ach, um das Hinzufügen-Symbol. Ah, so und jetzt, meint ihr das jetzt? Das Fenster? Dahin? Dahin. Aha. Und jetzt, diese App wurde erfolgreich zum Launcher hinzugefügt. Dies ist die zweite Möglichkeit, um Apps zum Launcher hinzuzufügen. Okay, nächste Einführung. Sie können die Fenstergröße auf ein Drittel, einen halben oder einen ganzen Bildschirm einstellen. Aha. Runter, links, rechts. Bin ich jetzt, ach so, und jetzt wieder rauf. Ah. Und jetzt, das ist aber schön. Das finde ich jetzt gerade eine vernünftige Sache. Gut. Wie ich auch hier auf diesem zweiten Display die Fenster einbinde, dann muss man ja sagen, sowas ist man nicht gewöhnt. Also ich bin ja sowieso immer so ein Freund von so einem Tutorium, so einer Anleitung, die man nicht überspringen kann, ne, um sich dann damit auseinanderzusetzen. Mit diesem Symbol können Sie mehrere Apps gruppieren und gleichzeitig öffnen. Mit welchem Symbol? Ach so, das blinkt da hinten. Einmal draufdrücken, dann habe ich hier wieder ganz normal eine Menütaste. Und dann gibt es einen Bildschirm und dann wird mir das einmal erklärt. Klicken Sie die hervorgehobene Schaltfläche, um alle geöffneten Anwendungen zu erfassen. Die Anwendung wurde erfasst. Sie können diese Gruppe jetzt bei Bedarf öffnen. Ach so, und dann kann ich da einfach zwischen dann hin und her wechseln. Aha. Sie können den Bildschirm des Inhalts austauschen. Und jetzt hat sich das einmal. Wie cool ist das denn? Jetzt habe ich oben das unten und unten das oben. Aha, ich habe die. Sie haben die Screen Expert Schnellstartanleitung beendet. Klicken Sie auf Mehr erfahren, damit Sie weitere Möglichkeiten verwenden. Ja, ach so, dann öffnet sich dann einfach eine Browserseite. Nein, ich mache jetzt mal Chrome als Standardding. So, dann öffnet sich hier die Asus-Hilfeseite und ich kriege einmal eine Einführung, was es dann mit dem ScreenPad Plus Software auf sich hat. Okay. So, machen wir das mal wieder zu. Da auch wieder fertig. Jetzt sieht das alles ganz normal aus. Gibt noch eine Animation. Tastatur ist entsperrt, gibt es als Hinweis. So, und jetzt, da sehe ich das jetzt einfach. Oh, guck mal hier. Wenn ich hier unten meinen Mauszeiger habe, geht er dann auch, zack, nahtlos von oben nach unten. Schöne Nummer. Was ist denn jetzt mit, naja, wir öffnen einfach mal was. LibreOffice. Okay, öffnet sich. Wussten Sie schon? Nein, wusste ich nicht. Geh mal weg. So, und jetzt könnte ich jetzt. Ach, guck mal, wie cool sieht das denn aus? Also, ich weiß nicht, ob die Kamera das vernünftig einfällt. Nummer eins, ihr seht natürlich einfach den Farbunterschied, ne? Ist einfach knalliges OLED, IPS. Aber das sieht hier gerade so aus, als ob es um die Ecke gezogen wurde. Schöne, also, obwohl ich da diese Balken habe, schöne Nummer. So, wie kriege ich dich denn jetzt wieder hoch? Also, da muss ich erstmal eine Runde mit rumspielen. So, machen wir dich nochmal klein. So, und jetzt, zack, wie cool. Als ob's wirklich so. Das erinnert gerade wieder an diese IFA, den LG-Tunnel auf der IFA, ne, wo man dann da auch vorstand mit dem gebogenen Displays. Ganz so krass wirkt es nicht, aber der Eindruck kommt schon rum, wenn man das jetzt hier so um die Ecke schiebt. Lustige Sache. Gut, also ich könnte jetzt problemlos, ne, meine Apps da oben, also hier unten hin machen und dann unten weiter an irgendeinem Entwurf schreiben. Während ich das oben, was weiß ich, eine Webseite offen habe, das hätten wir schon mal. Gut, ich gucke jetzt mal einfach eine Runde weiter rum. Ach, guck mal hier. Hier habe ich Einstellungen und hier kann ich auch die Helligkeit einstellen. Also unabhängig vom Großen. Jetzt, aber die Helligkeit war eben, ich glaube, bei 65%, 56%. Ne? Da war dann dieser leichte Helligkeitsunterschied. So, und jetzt sehe ich da immer noch diesen Unterschied. Oben glänzend, unten matt. Ja, aber das passt jetzt wenigstens farblich schon mal. Und ihr seht auch, ich habe den Stift in der Hand. Denn wollen wir noch mal gucken. Ach so, bist du noch nicht verbunden oder klappst du dann nur? Ein weiterer kleiner Pro-Tipp. Der Stift, der dabei ist, den sollte man einmal aufschreiben. Denn Batterien sind drin, aber hier ist eine kleine Abdeckung, die dann sozusagen den Kontakt zwischen Batterie und naja, dem anderen Ende beim, also es behindert halt den Stromfluss, der Stift ist noch nicht eingeschaltet, das einmal entfernen.
So, und jetzt sollte auch, jetzt funktioniert auch der Stift. Schöne Nummer. Steht wahrscheinlich in irgendeinem Handbuch, das ich nicht gelesen habe. Dann gucken wir mal. So, also jetzt hier so. Schreibst du nicht? Okay. Hallo? Was geht? Okay, ich habe wirklich so eine Sauklaue, aber Halfgott, Halfgott, Halfgott. Ach so, ich sollte vielleicht auch die Sprache auf Deutsch umstellen. Okay, machen wir das einmal. Und jetzt, naja, nochmal. Ja, ach so, wahrscheinlich, weil ich hier noch die Handballen drauf habe. Hallo? Okay, hat er erkannt? Machen wir das dann auch einmal groß. So, und jetzt gibt's, ach so, da habe ich mein Menü wieder. Nein, so, jetzt könnte ich natürlich hier wieder mit ganz normal meinen Fingern schreiben, aber, beziehungsweise, ich kann auch einfach, ach so, ja gut, ich bin jetzt gerade im Handballenmodus. Wenn man da dann anfängt, Ottifanten zu zeichnen, dann denkt ihr natürlich, ich versuche hier irgendein Wort zu schreiben. Gut, ein Ottifant ist ein Mausernix. Oder ein Mausindex. Mausindex fände ich auch schön. So, was haben wir hier sonst noch? So, da war die Sprachänderung. Dann Number Key. Ach so, na gut. Ich kann mir dann einfach meine Nummerpad da einblenden lassen. Wobei ich ja auch sagen muss, guckt mal hier, das finde ich ja so cool bei den Asus-Dingern. Das haben auch die ganz, 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 ganz kleinen. Ich erinnere mich dann noch an das B7. Oh, das war toll. Und unter 900 Gramm. Ich habe ja auch hier mein Numberpad, wenn das, oder mein Ziffernblock, wenn den jemand so einblenden möchte. So, was haben wir noch? Asus Apps brauchen wir gerade nicht. Ich habe Spotify und LibreOffice da drin. Gut, ich spiele jetzt mal so ein bisschen weiter damit rum. Ich habe mir jetzt mal als erstes DaVinci Resolve genommen. Das ist das, wenn ich unter Windows schneide, dann nehme ich das. Und jetzt habe ich mir natürlich erst gedacht, gucken wir einfach mal so rum. Und jetzt könnte ich das ja bestimmt irgendwie hier so runterziehen. Also ich meine, seht ihr, könnte man so machen, sieht natürlich ein bisschen Banane aus, aber dann habe ich mir gedacht, gibt doch hier auch lustige Einstellungen, wie war das nochmal, Workplace, Dual Screen, mach mal hier. So, einfach mal, ich weiß nicht, ob DaVinci das hier unterstützt, aber, ja gut, jetzt habe ich oben mehr Platz zum für die Vorschau. Wäre natürlich, ach so, und unten dann das File-Management, okay. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass, wenn man das irgendwie noch gescheiter hinkriegt, Sekunde mal, Primary Display, Display 1. Achso, und jetzt könnte ich das natürlich auch noch tauschen, dass man vielleicht sogar, achso, genau, und jetzt einmal getauscht, dass man sogar hingehen könnte und oben, ne, das wunderschöne OLED-Display dafür nutzt, ne, wie sieht das Video aus und unten dann zum Beispiel schneidet, wenn man das denn so machen möchte. Ne? Aber das ist so eine Sache. Vorteile von so einem zweiten Display bietet sich halt meiner Meinung nach immer nur an, wenn man selbst direkt davor sitzt. In dem Moment, wo ich dann nochmal ein externes Display anschließe, wird's schwierig, ne? Dann habe ich dann das Display und muss dann noch nach unten gucken. Nee, Vorteil zweites Display, gerade beim Schneiden, wenn man da immer drankommt. Also ich meine, wenn ich jetzt hier wieder mit dem Stift arbeiten würde, ne? Das wäre sowas, einfach da zeichnen oder sowas und dann mit Abstand auf dem Display oder auf einem externen dann drauf gucken, ja, aber für sowas direkt vor dem Gerät sitzen, meiner Meinung nach. So, wo tausche ich euch denn? Achso, jetzt habe ich unten die Sekunde und wieder zurücktauschen. Gut, schöne Nummer, funktioniert. Beziehungsweise könnte ich denn jetzt auch hingehen? Jetzt ist jetzt meine Frage. Achso, ich habe beides im Fullscreen. Sekunde, gucken wir mal ganz kurz rum. Achso, jetzt, ja gut, ich habe ja den Dual-Screen-Mode aktiviert. Naja, machen wir den nochmal aus. Wäre jetzt so eine andere Sache über Überlegung gewesen. Gut, wechselt wieder zurück. Ob ich dann einfach noch, wenn ich jetzt hier einen stinknormalen Datei-Explorer-Manager, was auch immer, unten habe, komm mal ganz kurz her. Den könnte ich jetzt auch ganz normal nach unten ziehen. Ach, guck mal hier. Also ganz normal als Fenstererweiterung. Und dann kann ich das... Ach so, das waren da oben gerade die Drittel, ne, wie wir es eben in der Einführung hatten, wo man sowas anpingen kann oder nicht anpingen kann. Gut. Also das würde dann auch klappen. Aber dann auch hier wieder. Ne? Dafür müsste ich den ja schon fast vernünftig auf dem Schoß haben. Gucken wir noch mal ein bisschen weiter. So, und jetzt schnappe ich mir das nächste, weil vorgeschlagen beim Einrichten war ja auch schon die Spotify-App. Die habe ich jetzt da und jetzt habe ich mir einfach mal Netflix geschnappt. So, da seht ihr das laufende Netflix-Fenster und einfach da an den Rand. Und jetzt, ach so, gut, hätte ich jetzt mehrere offen. Okay, wäre jetzt eine uninteressante Kombination. Also ich meine, unten im Fenster Netflix zu laufen und daneben dann Spotify. Aber es würde rein theoretisch dann auch funktionieren. So, und jetzt kann ich natürlich auch einfach hingehen und problemlose Fenster verschieben und ich bin hier die ganze Zeit mit dem kleinen Trackpad dran.
Das dann einfach hin und her zu schieben oder auch, na, nee, Videowiedergabe parallel geht nicht. Aber guck mal hier, jetzt habe ich wie auch immer das eine Fenster auch noch dazwischen reingekriegt, also auch dieses Drittel, Drittel, Drittel. Krass! Na, jetzt warte, nett jetzt noch Spotify dritteln, komm mal eben her, so. Huhuhu. Also, auch das, ne, Drittel, 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 würde jetzt da unten auch klappen, während ich dann oben ganz normal meinen, keine Ahnung, was ich auch immer oben offen habe. So. Schön, klappt auch. Was nehmen wir als nächstes? Ein paar Spiele werden unterstützt. Ich weiß jetzt nicht, ob es LOL oder Dota war, aber was ich mir auch vorstellen könnte, gerade wieder mit Touchscreen-Monitoren, keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich meine, Hearthstone, wenn ich da so hier, zum Beispiel hier mein Deck hätte und dann das auch noch so spielen könnte, glaube ich jetzt einfach nicht, aber ich meine, wir probieren es einfach mal. So, also im Vollbild klappt es leider nicht, aber wir machen ja Vollbild mal raus. Nein, aufgeben, beenden auf keinen Fall. So, und jetzt könnte ich wieder ganz genau, ihr seht es unten, es wird hingeschoben, aber naja, mein Deck kann ich dann trotzdem leider nicht mehr nach vorne schieben, aber ich sehe es halt nicht wirklich. Nee, gute Überlegung. Ich könnte sogar hingehen, lass mal ganz kurz gucken. Ja, ne, wenn ich dich jetzt noch ein bisschen weiter runterziehe, wobei ich habe ja hier wieder mein Menü. So, lass mal gucken. Nein, nochmal. So, jetzt kommst du da unten hin, aber leider nur im Fenster. Und jetzt habe ich da oben den letzten Rest einmal runtergepackt und anpinnen. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Jetzt könnte ich hier hingehen. Naja, und hab's Spiel Hearthstone im Minifenster. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Also auf die Idee, ja, also ihr seht, aber da seht ihr dran. Ne, das ist jetzt Kategorie derzeit einmal als ob es ein komplettes, also ein zweiter Monitor ist. Bedeutet, genau wie ich oben so ein Fenstermanagement habe, kann ich das jetzt auch unten nutzen. Sehr coole Nummer, aber es wäre teilweise noch wahrscheinlich auch ein bisschen cooler, wenn die Apps das komplett ausnutzen oder noch komplett unterstützen würden. Das wäre doch auch noch mal was. So, ich habe jetzt noch ein bisschen länger rumgespielt, habe jetzt aber nichts Großartiges anderes noch finden können. Es gibt noch einen Quick Key hier für, naja, Tastaturkombinationen, die man auch mit der Tastatur machen kann, aber zum Beispiel auch hier Windows-Einstellungen direkt finden. Wobei ich bin sicher, da gibt es bestimmt auch noch eine Tastaturkombination. Ein paar andere Worte zum Gerät selber. Der wird warm, Lüfter arbeiten auf jeden Fall. Also das ist gut in der Leistungsklasse. Was die Lüfter angeht, ich habe den ja jetzt auch ein bisschen noch gefordert, gerade als ich die ganzen Sachen und die Updates installiert habe. Das fordert so ein Teil. Gerade hört man den Lüfter nicht. Wenn er dann anspringt, war er aber immer so, ja, man hörte so ein leichtes, aber nichts, was jetzt großartig störte. Also bisher. So, beim Öffnen ist ja das sehr coole, dass sich das Unterteil vom Boden hochhebt, um da nochmal Platz für die Abluft zu schaffen und dass man netteren Anstellwinkel sozusagen auch nochmal hinbekommt. Eine Sache, ach ja, Lautsprecher klangen auch soweit ganz gut. Eine Sache, die wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist, na, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Der Tastaturaufsatz. Ich habe jetzt natürlich hier nicht großartig so viel rumgetippt. Ne, und auch mit diesem, naja, mit dem, so wie ich jetzt gerade sitze, so ein bisschen mit der Kamera dazwischen, das haben wir noch, ne, das geht in Ordnung, aber ich glaube, auf kurz oder lang wünscht man sich was, um die Hand aufzulegen. Und ich glaube, deswegen packt Asus auch hier so eine Handballenauflage an, die, nee, nicht magnetisch ist. Oh, aber es steht Zenbook drauf. Die hat aber so ein kleines, ne, was soll man sagen, Teleskop. Ihr seht hier unten Lichter, also gerade leuchtet jetzt grün. Das ist gewechselt, als ich das Gerät aufgeladen hatte und es voll geladen war. So, und damit ihr dann nach wie vor auch die LED sehen könnt, ja, interessante Sache. Ich verstehe aber nicht, warum das hier nicht magnetisch ist. Das wäre noch ein bisschen schöner. Gut, hat so den Vorteil, ich kann es noch mal ein bisschen weiter wegschieben. Was weiß ich, wenn ich lange Finger habe. Ist jetzt gerade nur erster Eindruck, wie alles hier eigentlich. Ist alles nur ein erster Eindruck. Aber ganz ehrlich, boah, ich glaube ja nicht, wenn jemand die 2,5 Kilo Rechner rumschleppt plus das fette Netzteil. Ja, wobei, dann kann er auch das Ding noch rumschleppen, wenn man das Ding noch mal bewegt. Beim Netzteil, das ist mir eben beim Anschließen auch noch aufgefallen, ich Nasenbär. Ich habe, was waren das, 19,5 und ich habe 9,5 gerechnet. Es sind natürlich über 200 Watt Output beim Netzteil. Da ist ja gar kein Wunder, dass man das nicht mit USB-C realisiert. Das nur so am Rande. Das ist mir natürlich auch noch, also nicht natürlich, aber ich habe mich auch gefragt. Aber da sieht man mal wieder, was die Kiste denn dann an Leistung braucht. So, gut,
Das soll es jetzt gewesen sein. Ich finde, ganz ehrlich, bei die cool, ne, steht ja im Raum, ob man es nicht mit der Touchbar bei einem MacBook von Apple vergleicht, bin ich absolut kein Freund von. Ne? Da kann man Apps starten, hin und her schieben. Sowas finde ich natürlich dann sehr interessant, hat aber natürlich den leichten Nachteil. Ne? Ich brauche dann hier sowas und ich glaube auch ein Trackpad rechts ist nicht ein Fall für jeden. Wobei ich dann gleichzeitig auch wieder sage, ob man hier dann nicht mit einer externen Maus arbeitet, wäre wahrscheinlich dann auch nochmal eine Sache. Wobei ist natürlich auch hier wieder die Frage, wie ich es nutze. Ne? Ich habe oben unten Touchscreen, wir haben die Stifteingabe. Apropos, das Einzige, was ich mir vielleicht noch, gerade bei Touchscreens vielleicht nochmal gewünscht hätte, dass es sich vielleicht nochmal ein Ticken, wobei, ne, das geht ziemlich weit nach hinten. Gut, ich hatte es jetzt natürlich nicht auf Achse im Einsatz, wie gesagt, alles ein erster Eindruck, aber die Idee überzeugt mich definitiv mehr als die Touchbar beim MacBook, wenn man sowas haben möchte. So, und ja, das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.